Philosophie und Kommunikation. Das ist eine ganz lange Traditionslinie. Eine Geschichte, die weit ins Altertum zurückreicht. Philosophie ist in gewisser Weise Kommunikation. Grundlegend, philosophieren ist rechtfertigen. Sagen, was man tut und warum man es tut. Doch Philosophie als Prozess ist viel mehr als nur die Rechtfertigung über die eigenen Motive des Handelns, Denkens und Fühlens. Philosophie ist im sozialen Kontext auch eine Machtausübung, denn der soziale Akt als solcher stellt auch Machtsymmetrien oder Machtasymmetrien her zwischen dem Sender und dem Empfänger der Botschaft. Ein Akteur kann sich als grundsätzlich überlegen darstellen und mit unfairen Manövern versuchen, den Redegegner, selbst wenn er selbst im Unrecht ist, immer wieder in eine Position der Verzweiflung und der gefühlten Ohnmacht zu bringen. Diese manipulativen Strategeme sind schon sehr alt. Schon vor 2500 Jahren, zu Platons Zeiten in Athen, gab es eine entwickelte, wenngleich okkulte Wissenschaft der Strategeme der Massenbeeinflussung. Sichtbar wurden sie durch einige Protagonisten, die sogenannten Sophisten. Die Sophisten waren Wanderlehrer. Sie versprachen gegen klingende Münze, einen bestimmten Betrag in Drachmen, jeden Athener Bürgerssohn stark in der Rhetorik zu machen, damit er qualifiziert genug wird, um ein öffentliches politisches Amt zu übernehmen. Das war sehr wichtig, denn die öffentlichen Ämter und die Anteilnahme am öffentlichen und politischen Leben war ein Statussymbol. Und dieses Statussymbol bedeutete für die Athener Bürgersöhne genauso viel wie bestimmte materielle Güter. Denn wer nicht in der Öffentlichkeit integriert war und sich entsprechend auch durch die überlegene Rhetorik profilieren konnte, der zählte nicht in Gesellschaft. Die Sophisten erfüllten also einen soziologischen Bedarf, der dadurch entstanden ist, dass die Teilhabe am öffentlichen Leben im antiken Griechenland und insbesondere in der Polis Athen so hoch gewertet wurde. Philosophen wie Sokrates sahen diese Entwicklung der Sophisten und den Kommerz mit der rhetorischen Trainingseinheit als sehr, sehr fragwürdig an. Sie waren skeptisch und meinten, dass die sophistische Lehre, die schlussendlich nicht die Wahrheit anstrebt, sondern nur den Gewinn über den Redegegner oder die suggestive Manipulation der Zuhörer, nichts, aber auch gar nichts mit Kunst und Wissenschaft zu tun habe und am allerwenigsten mit Philosophie. Wir haben also schon in der Antike ein lebendiges Gegensatzpaar, den Sophisten, der nur Recht behalten will und der daraus ein Geschäftsmodell ableitet, und den Philosophen sokratischer Prägung, dem es um den Wahrheitsgewinn und den Erkenntniszuwachs geht. Man könnte sagen, dem Sophisten geht es nur um das eigene Ego und die eigenen Privilegien, dem Philosophen geht es, zumindest im Idealfall, wie ihn Sokrates darstellen will, um die Sache. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Claudia Simone Dorcha und ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe Philosophie direkt hier auf meinem philosophischen Kanal auf YouTube. Unser Thema im März lautet Narzissmus Deutsch, Deutsch-Narzissmus. Was hat Narzissmus mit der Einleitung zum Thema Sophistik zu tun? Sehr viel. Meine Forschung hat ergeben, dass es systematische Überschneidungen gibt zwischen der Technik der Sophistik als rhetorischer Manipulation und den symptomatischen Verhaltensweisen eines Narzissten. Man könnte sagen, ein narzisstisch persönlichkeitsgestörter Mensch ist der geborene Sophist. Er wendet intuitiv all die unfairen rhetorischen Tricks an, die der Sophist lernt und gegebenenfalls sogar vermittelt. Narzissmus und Sophistik mit ihrer starken Überschneidung, hier ein psychopathologisches, symptomatisches Verhalten, dort eine manipulative Strategie, das ist ein hochinteressantes Feld. Ich möchte Ihnen in den folgenden Filmen zeigen, wie sich das narzisstische Gesprächsverhalten in der Alltagspraxis offenbart. Hierzu nehme ich Bezug auf eine Symptomatik, die der Psychologe Reinhard Haller aufgestellt hat. Haller zufolge gibt es 4 wesentliche Persönlichkeitsfaktoren des Narzissten: Egozentrik, Empathiemangel, Empfindlichkeit und Entwertung anderer.
Alle vier Faktoren finden sich im typischen Gesprächsverhalten des Narzissten. Der Narzisst spricht bevorzugt von sich selbst. Doch das muss nicht zwingend in der ersten Person Singular geschehen. Er kann auch in der ersten Person Plural sprechen, wenn er sich stets auf uns, auf eine Gruppe, auf eine Gemeinschaft oder auf eine übergeordnete Ebene beruft. Dieses Name-Dropping und das selbstreferenzielle Verhalten, sich immer wieder gleichzusetzen mit einer übergeordneten Struktur oder moralischen Ebene, das war bereits bei den Sophisten des Altertums voll ausgeprägt. Protagoras, der Namensgeber des gleichnamigen Dialogs von Platon, spricht davon, dass Homer und Hesiod und überhaupt alle Dichter und Denker der antiken Zeit schon Sophisten gewesen seien. Ganz charakteristisch für die Egozentrik des Narzissten ist der sophistische Bezug auf referenzielle Systeme, auf Autoritäten und auf übergeordnete Moral, um das eigene grandiose Ego aufzuwerten. Und hier sind wir wieder bei der Egozentrik. Ein weiterer Persönlichkeitsfaktor, der Empathiemangel, äußert sich beim Narzissten dadurch, dass er in sarkastischer, ironischer und schlichtweg verletzend unangebrachter Art und Weise über Sachverhalte und involvierte Personen spricht. Doch nicht nur Ironie und Sarkasmus, bereits im Altertum stark erforschte Redetechniken, sind kennzeichnend für den Narzissten. Auch geheuchelte Anteilnahme kann dazugehören und scheinbar, zumindest bei nicht sehr guten Menschenkennern, über den Mangel an Empathie hinwegtäuschen. Auch diese Techniken haben die Sophisten der Antike bereits zur Perfektion beherrscht. Die geheuchelte Anteilnahme, das geschauspielerte sich Einfühlen in die Situation und das mechanistische Abspielen von gewissen Redewendungen und Phrasen, um eine scheinbare Anteilnahme zu heucheln, die jedoch niemals vorhanden war, gehörte schon zum Repertoire von Protagoras und seinesgleichen. Empfindlichkeit ist ein weiterer Persönlichkeitsfaktor, der beim Narzissten ins Krankhafte gesteigert ist. Der Narzisst verträgt keine Kritik. Er verzeiht auch nicht, sondern er hegt Rachegefühle und Vergeltungswünsche. Wenn eine kleine sachliche Kritik mit einer böswilligen, massiven und aufs Persönliche zielende Beleidigung gekontert wird, dann kann man sicher sein, dass die Person, die so reagiert, aus einer narzisstischen Kränkung heraus handelt und mit Sicherheit narzisstische Persönlichkeitsanteile hat. Die Sophisten der Antike waren genauso. Kritisierte man sie sachlich, versuchten sie, ihren Redegegner lächerlich zu machen und eine massive rhetorische Retoure aufzubauen, um schlussendlich nur die eigene Machtposition zu festigen. Zuletzt die Entwertung anderer durch Diffamierung, lächerlich machen, Bedrohungen, psychische und emotionale Gewalt, das ist nichts anderes als die Redetricks der Sophisten. Diese Verhaltensweisen, die charakteristisch sind für den Narzissten in seiner Rede, waren bereits in der antiken Trickkiste von Protagoras und seinen Geschäftspartnern wohl sortiert vorhanden. Schopenhauer hat in seinem 1831 erschienenen Werk Eristische Dialektik heißt Streitkunst oder die Kunst, Recht zu behalten, selbst wenn man im Unrecht ist, 38 solcher unfairen rhetorischen Tricks, wie sie schon die Sophisten hatten, aufgezählt und sie fruchtbar gemacht. Er sagt, manche Menschen wenden diese rhetorischen Tricks, um den Redegegner zu diffamieren, ganz intuitiv an. Sie müssen es nicht lernen. Diese Menschen sind meines Erachtens die Narzissten. Narzissten sind geborene Sophisten. Um diese Zusammenhänge zu erhellen, können Sie die folgenden kurzen Videos sehen, die auf die einzelnen Strategeme des Narzissten, Sophisten eingehen und zeigen, wo Sie im Alltagsverhalten immer wieder entlarvt werden können. In diesem Monat gibt es keinen Beitrag aus der Reihe Das Philosophische Radio, stattdessen eine kurze PowerPoint-Präsentation zum Thema Narzissmus und Sophistik. Ich wünsche Ihnen, meine Damen und Herren, unbeeinflusste, tiefgründige Erkenntnisse. Bis bald.